ganz ehrlich, was ist eigentlich mit deinem Fahrrad los? Dieses Quietschen, da krieg ich die Krise. Mein Gott, Jonas, das hat mir doch jetzt schon acht Minuten. Dann fahren wir doch einfach viel. Aber das ist doch nicht der Sinn von einem Fahrrad. Kauf dir doch einfach ein neues, modernes Fahrrad, dann fahren wir auch vielleicht ein bisschen schneller. Ist auch egal. Nein, ist es nicht. Wir sind viel zu spät dran. Komm, beeilen wir uns mal. Danke fürs Warten. Nein, sorry, aber schau, die anderen warten schon. Komm, sperr's ab und dann packen wir's. Scheiße. Jonas, ich hab meinen Schlüssel vergessen, kann jetzt ansperren. Ich hab jetzt meinen schon abgesperrt, komm. Ja. Das klaut doch keiner, das alte Ding. Und wenn, dann will ich es hören. Das ist voll teilweise echt ultra stressig. Ja, beim Fahren habe ich schon gesehen. Ja, aber Leute, was machen wir jetzt heute Abend? Was Chilliges, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wie gestern holen wir uns noch einen Kasten beim Rewe. Ja, das machen wir. Gute Idee. Cool. Super. Leute, ich wusste. Was? Auf deinen Nacken, oder? Nee, Mann, Alter. Leute! Schon wieder. Warte doch mal. Der Christian da, die immer so angegangen ist, war echt voll übertrieben. Ja, wie lange sind die jetzt eigentlich schon zusammen? Boah, keine Ahnung. So einen Monat oder so. Sie streiten sich schon mehr als wir. Das hast du recht. Jonas? Jonas, siehst du mein Fahrrad irgendwo? Ich hab's doch genau hier abgestellt. Hast du nicht irgendwo anders abgestellt? Ich bin doch nicht blöd, ich hab's genau hier abgestellt. Fuck. Ja, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Keiner klaut doch so ein altes Schrottfahrrad. Oh mein Gott, Jonas, du bist so blöd. Warum hast du denn einfach nicht mit mir zusammengesperrt? Anna, warte, es tut mir leid. Warte, Anna. Entschuldigung. Boah. Ja, sorry, Lisa. Mir ist der Scheißbus gerade davon gefahren. Tut mir leid. Wie schon wieder? Ja, nein, ich beeil mich doch. Tut mir leid, ich will den Jahrestag auch nicht verpassen. Ja, ich bin gleich da. Tut mir leid, Lisa. Bis gleich. Da jetzt so blöd.
Sorry, aber als ob das dein Fahrrad war. Das war halt irgendein Fahrrad, das so aussieht wie dein. Jonas, ich kenn doch mein Fahrrad. Das war hundertprozentig meins. Ja, okay, passt. Beruhig dich. Ganz ehrlich, Jonas, du bist so ein Idiot. Du findest das Fahrrad vielleicht scheiße, aber dir sollte klar sein, wie wichtig es mir ist. Als ob du viel besser bist. Ich meine, in der Zeit, wo du mich so angehst, hätte ich dem hinterherfahren können vielleicht und dann ihn fragen, so, ob das dein Fahrrad ist. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich keine Ahnung. Was soll ich jetzt machen? Versuch's doch wenigstens. Jetzt fahr doch los. Ach so, ja genau. Jetzt soll ich da eine Verfolgungsjagd durch ganz Regensburg veranstalten oder was? Wie stellst du dir das denn vor? Schön, wie viel Mühe du dir gibst. Fahr halt einfach. Wirklich? Du gehst mir gerade so auf die Nerven, wirklich. Ich krieg die Krise. Und jetzt bin ich auch noch schuld, oder was? Jonas, ich bin mir sicher, das war schon wieder mein Fahrrad. Hä? Was? Natürlich, das war zu 100% mein. Hä? Also, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso fährt der jetzt ja, auf dein Fahrrad? Ja, fahr doch einfach, komm. Ja, ich mach ja schon. Ja, wie sieht's denn aus? Ich habe ihn natürlich nicht erwischt. Alter, so viel Stress wegen so einem Schrottfahrrad, ey. Was? Du machst doch immer einen auf Macker mit deinem fetten Mountainbike und dann erwischst du nicht mal mehr meine alte Klapperkiste? Was willst denn du jetzt? Ich hab's doch versucht. Du hast es versucht? Du bist doch gerade mal um zwei Ecken gefahren. Du hast dir gar keine Mühe gegeben. Ich hab mir keine Mühe gegeben? Du bist doch die, die ganze Zeit am Meckern ist. Ich bin ihm doch hinterhergefahren, ist doch nett von mir. Schau, genau da liegt dein Problem. Das sollte doch selbstverständlich für dich sein. Aber nein, du hast immer nur deine eigenen Dinge im Kopf. Und das, was mir wichtig ist, geht ja völlig am Arsch vorbei. Ich bin ja sowieso immer an allem schuld. Dabei bist du doch derjenige, der sich nicht mal mehr die Mühe machen konnte, mit mir zusammenzusperren. Weißt du was, Jonas? Ich habe endgültig die Schnauze voll von dir. Aber ich meine, kannst du ja trotzdem immer noch ein neues Fahrrad kaufen, oder? Erst mit reinkommen. Ja, klar.